Moin Moin und Hallo aus Hamburg-Horn. Es freut mich, dass Sie den Weihnachtsstress für meinen Rathausreport kurz unterbrechen. Die Bürgerschaft hat nun die Haushaltsberatung in der letzten Woche mit einer Marathonsitzung beendet. An drei Tagen wurden die Haushaltsanträge der Fraktionen und des Senats zu den einzelnen Fachbehörden beraten und abgestimmt. Mit dem vom SPD-Senat vorgelegten und vom Parlament beschlossenen Haushaltsplan 2013 und 2014 setzen wir unseren langfristigen Konsolidierungskurs fort. Wir halten Wort und bringen Hamburgs Finanzen wieder in Ordnung. Ich war schon überrascht, als die Grünen uns in den Beratungen vorwarfen, wir würden stur unsere Wahlversprechen einlösen. Was als Kritik gemeint ist, fasse ich mal eher als Lob auf. Denn wenn Politiker ihre Wahlversprechen einhalten, ist das doch eigentlich das, was die Wähler erwarten, oder? Wir sanieren unsere Schulen, Straßen und modernisieren unsere Stadt. Wir investieren in die Kindertagesbetreuung, schaffen die flächendeckende Ganztagsbetreuung in den Grundschulen, schaffen Gebühren auf Bildung und Studium ab und tun alles dafür, wieder mehr und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Unser Haushalt zeigt, wir stehen für ein starkes und solidarisches Hamburg, für eine soziale und lebenswerte Metropole. Aber auch ein lokales Thema wurde in der Bürgerschaft angesprochen. Die FDP hatte einen Antrag eingebracht, die viel diskutierte Doppelrennbahn sofort in Horn zu realisieren. Ich habe für meine Fraktion deutlich gemacht, dass erst die zukünftigen Betreiber mit einem tragfähigen Konzept aufwarten müssen. Für uns gelten dann die vom Bezirk gesetzten Rahmenbedingungen. Dies habe ich in der Bürgerschaft deutlich gemacht. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, nur ein paar Punkte zum Klarstellen zu dem, was Frau Kiesbach gesagt hat. Aus unserer Sicht ist es nicht notwendig, zum aktuellen Zeitpunkt neue Beschlüsse zu dem Thema zu fassen, denn es gibt aktuell keinen neuen Sachstand. Der Sachstand wurde vor der Sommerpause im Sportausschuss berichtet. Und auch das Verfahren wurde erläutert. Der Senat führt konstruktive Gespräche mit den Pferdesportaktiven in unserer Stadt. Es obliegt nun den Verein, ein tragfähiges und wirtschaftliches Konzept vorzulegen. Und darauf warten wir jetzt. Der Bezirk hat dazu schon grundlegende Rahmen aufgestellt. Sagt, was aus seiner Sicht notwendig ist, Erhalt der Einrichtungen, die auf dem Gelände und Anbau des Geländes sind, ein Verkehrskonzept unter Berücksichtigung des Projektes der neuen Mitte Horn und auch das Sportparkkonzept des Innensenators soll berücksichtigt werden. Das alles, was der Bezirk an vorbereitender Arbeit geleistet hat, ist deutlich weiter als das, was die FDP hier vorgestellt hat. Und deswegen werden wir Ihren Antrag oder haben wir Ihren Antrag ja bereits abgelehnt und orientieren uns an dem, was der Bezirk und der Senat zurzeit macht. Und ich denke, das reicht dann noch. Danke. Ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch im neuen Jahr wieder bei mir vorbeischauen. Ob bei YouTube, Facebook, auf meiner Webseite oder bei mir hier im Büro in Horn. Alles Gute, Ihr Hans-Jörg Schmidt.